Guten Tag. Nein, guten Morgen. Nein, eigentlich guten Nachmittag. Und ohne weitere dumme Worte geht es weiter in das magische Reich, da wo wir aufgehört haben. Genau, wir waren hier oben. Wir waren drüben beim Schiff. Wir gucken. Oh, guck, die liegen rum. Öffnen jetzt mal das Fenster. Sehen, dass die anderen Figuren langsam aber stetig stärker werden. Aber gut. Wir könnten. Naja, erstmal Frog dazu holen, weil der ist fast so stark wie die anderen. Aus irgendeinem Grund, ich weiß nicht mal genau wieso. Wir waren in Kaya, genau. Und ja, was hatten wir hier gemacht? Wir hatten mit denen schon geredet und die haben uns zu den Jungen erzählt. Und jetzt waren wir hier hinten noch nicht gewesen. Sind wir tief unter den Ozean, das ist das Symbol der Königin. Und gebundene Dörfer beim Bau des Zebras und Dorf. Wow, das klingt überhaupt nicht rassistisch. Fällt ein größerer Blick, wenn man fertig ist. Okay. Also, man merkt schon, es gibt hier leichten Rassismus. Nein, überhaupt nicht. Zu den Leuten ohne Magie. Wir sind natürlich da ganz tolerant, uns ist das total egal. Jetzt gehen wir doch mal nach hier nach hinten. Waren wir hier denn schon? Ja, ich denke schon. Wisst ihr, was Zollstein mittels Sonnenlicht wieder aufgeladen werden können? Ist doch der Ohren, das wir bestimmt dürfen. Okay. Hier auf der Sonne speichern. Auch zu verlieren soll ein ganz Mondstein. Ah, okay, das kennen wir ja schon. Er verarbeitet eine Tablette, das wäre auch klar. Lässt sich nicht reden. Sein Prophet kam in den Verlust. Ich weiß nichts Genaues, aber ich soll ja nicht Kräfte besitzen. Ja gut, da gab es schon nichts mehr Interessantes für uns. Nochmal heilen. Und jetzt gehen wir doch einfach mal hier raus und müssen wahrscheinlich jetzt hier rüber. Deswegen gleich mal eine Runde speichern. Und dann geht's hinein in die Höhle, wo bestimmt einige Kämpfe auf uns warten werden. Oder auch nicht. Ich könnte schon vergessen, dass wir in einem magischen Reich sind. Keinerlei Kämpfe. Ist natürlich auch gut. Zack. Taps, taps, taps. Und, Königspalast. Da haben wir doch den Königspalast, genau. Da geht's nicht lang. Das ist der Platz der Königin, Herzkönigreich des Eifers. Ein Zentrum des Universums. Das ist jetzt bestimmt nicht übertrieben, nein? Rücken kratzen, sicher. Oh, danke. Kratzstelle der Nuss. Du kennst die Kratzstelle der Nuss. Da war warum auch immer das so wichtig ist. Wandelnde Prophet. Okay, hier ist ein Speicher. Nein, ein kleiner Helden jetzt. Mögliche Pflanzen, ja. Heimlich Pflanzen. Ihr habt recht, ich bin dazu gefunden. Jetzt. Erster wird es sicher den Wert. Okay. Jetzt habe ich einen Baum gerettet. Vielleicht hat das ja Einfluss auf die Zukunft genommen. Ja, eine Gitte, ja, das kann man schon. Michael, kommt nun. Was für den See ist? Ach, der Seepalast. Scheint von elementarer Bedeutung zu sein. Und eine wichtige Person wird verschwunden, seltsam. Alle drei Gurus aus dem Fluss werden. Okay. Er baut seinen Chrono-Trigger oder ein Ei, ein Zeitei oder so. Ein Chrono-Trigger? Wie geht's zum Mama? Die Dingensmaschine, du Scheiße. Wie heißt es Mama-Maschine? Lavas, unglaubliche Energie durchdringt sie. Lavas?
dachte ich mir, erfüllt ihr Labors mächtige Kraft. Labors. Der Labors. Oh Gott, die sind wahnsinnig. Die sind wahnsinnig. Erstens, Labors Energie entzieht ist ja jetzt nicht mehr so schlecht. Aber Unsterblichkeit, das ist, das ist der erste Schritt zum Wahnsinn. Hier geht es zum Schlafzimmer. Dann schauen wir mal. Der Junge, Schala. Der schwarze Wind. Der flieht sie nach so auf, mach dir keine Sorgen. Jetzt nimm dies. Was ist das? Das ist ein Art Talisman. Wenn du etwas zustoßen solltest, wird er dich beschützen. Ich wünschte, ich könnte immer für dich da sein, doch Mutter hat andere Pläne. Ist nicht unsere Mutter. Sie hat ihr Gesicht, aber ihr Wesen ist verändert. Okay. Okay. Tut mir leid, ich gehe gerade. Oh Gott. Oh, werden wir hier sein? Ja, anscheinend ist diese Königin doch mittlerweile eine ziemliche Tyranne. Reden wir mal mit dem Jungen. Der wird ja hier von allen sehr gehasst. Die Zeitverschwendung Alpha, du magst nur mich. Okay. Strange Kasse? Katze. Kasse. Ist schon klar. Ich würde das denselben roten Stein gemacht wie die Mammutmaschine. Ja, wir haben doch auch so ein Talisman, oder? Hm. Gut, was ich jetzt noch für wichtig halte, sind bestimmt. Nein, ich komme nicht hin. Und sinnloserweise im Kreis gelaufen. Okay, dann gehe ich einfach so. Ja. Und da ist sie. Hey, so ein Stein, den kennen wir doch. Blaues Licht und... Zack. Und die machen die einfach weg. Wir dachten, sie rührt sich nicht. Bloß, sie hat uns Hände und Füßen zu und gebunden. Okay, was haben die gesagt? Das Amulett wird aufgeladen von der Mammonmaschine. Gehen wir doch einfach herüber und laden das Amulett in der Maschine auf. So einfach ist es doch, denke ich mal. Zack und. Da, da, da. Ich hätte gedacht, dass es so einfach ist. Naja. Ein Bleigeschmack auf der Zunge, das ist ja eklig. Und weiter geht es. Jetzt sollten wir doch hier locker hineinkommen. Wäre doch gelacht, wenn nicht. Und? Boah. Perfekt. Jetzt können wir so ein Ding wegmachen. Das gefällt. Jawohl, ja. Geschafft. Und da ist die Königin. Oh, nein, ich bin wieder gegangen. Tut mir leid. Übertäter, von denen er euch gewarnt hat. Wie könnt ihr es wahren? Sie setzen ihr Fremden schlimmer als die Gurus. Arme Narren, Dalton, macht ihr das? Gerne, erlaubt mir. Golem. Jetzt ein Endgegner, das ist doch nicht euer Ernst. Das ist doch nicht euer Ernst, mir jetzt den Endgegner entgegenzuschicken. Am Ende meiner Aufnahme. Ich glaube, ich muss mich jetzt zum ersten Mal bei Chrono Trigger einen Schnitt, ein Safe-Stat benutzen. Also der Golem ist mega einfach. Oh Gott, das ist ja ein übles Vieh. Von wegen mega einfach. Aber halbiert nur das Leben, das ist auch praktisch.
Zack. Gefährt physischen Angriff. Es ist doch nicht euer Ernst. Der Gegner ist zu stark. Oh Gott. Was ist jetzt los? So schnell kann ich doch überhaupt nichts machen. Jetzt ist es auch kacke. Komm, stirb noch. Zack. Der zieht viel zu schnell Leben ab. Gut, da habe ich einmal verloren. Zack und tot.